Moini, da bin ich wieder. Mit einer Runde Dead by Daylight auf dem öffentlichen Testserver auf der neuen Map mit der neuen Überlebenden. Aber wir haben auch Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine-Time und ich spiele mit den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. Aber ich will euch auf jeden Fall was zeigen. Und zwar diesen Raum. Ist das nicht absolut cool? So ein Arcade-Game. Spielen gegen den neuen Killer. Und das Beste, wenn man diese Palette zieht, ich versuche das im Laufe der Runde mal zu machen, wenn man diese Palette zieht, gibt es ein kleines Easter Egg. Cool, oder? So, dann gucken wir doch mal, ob wir unsere Perks ans Laufen bekommen. Hier ist schon jemand an dem Gen. Da ist noch. Oh, er bringt sie weiter weg. So ein Graus. Aber die Paletten hier sind auch echt ein Graus. Na gut, dann gehe ich mal retten. Ich habe Saboteur dabei, denn mit Saboteur kann ich Haken sabotieren, so wie ich das gerade eben gemacht habe. Das ist der Perk von Jack Park und zeigt mir die Auren der Haken im Umkreis von 56 Metern zu dem getragenen Überlebenden an. Dann habe ich noch. Ja. Hier ist auch noch ein kleiner süßer Verweis. Mika und Sable sind beste Freundinnen und haben sich hier verewigt. Habt ihr es gesehen an der Statue? Da haben die beiden ihre Namen drauf geschrieben. Da ist hiermit disconnected. Am Haken. Na gut, dann kommen wir mit ins Hauptgebäude. Wenn wir soweit schaffen zu rennen. Oha! Das fand ich so cool. Er hat mich mit seiner Fähigkeit getroffen. Ich habe ihm das nicht zugetraut. Glücksstern ist auch noch im Schrein der Geheimnisse. Das ist Perk rechts mit Glücksstern. Und kann ich verletzt in einen Schrank springen und mache dann keine Geräusche, keinen Schmerzenslaut für 10 Sekunden. Sobald ich aus dem Schrank rausgehe, wird mir der Gem mit dem meisten Fortschritt gezeigt und die Auren aller Überlebenden. Damit habe ich noch innere Heilung mitgenommen. Mit innerer Heilung kann ich mich selber einmal im Schrank hochheilen, wenn ich ein Totem zuvor einmal mir gesnackt habe. Dann wird dieses Perk nämlich aktiv. Einfach weggeht. Na gut. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo ein Totem finden. In dem Kino. Hier müsste es doch ein bisschen was zum Snacken für uns geben. Ist einfach so eine schöne Map, so ein altes Kino. Das ist die Schwester-Map von dem Garten der Freude. Deswegen sind auch so viele Elemente gleich. Und Michaela und Sable sind beste Freundinnen seit ihren Kindestagen an gewesen. Und Greenville, das ist diese Map hier, ist auch die Stadt, aus der Michaela verschwunden ist. Und Sable ist verschwunden auf der Suche nach Michaela. Zieh bitte nicht meine schöne Palette da unten, die wollte ich ziehen. Hätten wir bis hier hoch gehört, wenn sie die gezogen hätte, auf jeden Fall. Ja, also so ein Sabo und ich bin mir selbst die nächste Plugbild ein bisschen.
Würde auf anderen Überlebenden vermutlich besser passen, aber Sable, finde ich, ist richtig cool. Ich freue mich sehr darauf, dass sie dann eventuell auf die Live-Server kommt. Also die kommt nicht nur eventuell, die kommt in 2 Wochen auf die Live-Server. So. Hier ist das Männerklo. Das sieht richtig cool, so richtig typisch aus. Finde ich auch super. Noch eine Taschenlampe, okay. Hier sind Filmplakate. Da haben wir den Killer. Ich wollte dich eigentlich heilen. Ich brauche mir nur einen Totem snacken, dann bin ich wieder fein. Na, Shack könnte vielleicht eins sein. Das nehme ich mir mal gleich. Sie hat jetzt die schwarze Haare, aber sie hat weiße Haare. Kleines Goth Girl. Freue ich mich richtig doll drüber. Da ist ein Totem. Kommt trotzdem noch weiter weg. Ernsthaft? Wo ist der Kopf? Komm mal mit ins Hauptgebäude. Ich wollte dir eine schöne Palette zeigen. Teleportiert. Also diese Palette hier. Yay! War das nicht cool? Hier ist noch der Kinosaal. Den wollte ich euch nochmal zeigen. Hier. Witzige Strukturen, oder? Da konnten wir auch. Die wurde leider nicht gerettet. Schade. Eine Sable weniger, dabei waren wir auf der anderen Seite der Map. Ich finde den Killer richtig witzig. Und ich finde die Teaser, die waren so unglaublich gut. Ist jetzt nur die Frage, wo der Kopf ist von dem Killer. Die rennen weg hier. Ich hatte hier vorne ja noch ein Totem gesehen. Ich glaube, die rennen da gerade drumherum, oder? Was ist hier los? Ah, okay. Sie ist zum Schrank gewesen. Da haben wir Saboteur doch ins Laufen gekriegt. Dann fahren wir anscheinend ein bisschen jetzt. Oh, ich würde mal gerne gucken, ob ich die hier, die irgendwas tun, wenn ich die blende. Und blenden! So kann ich die blenden, weil er gerade drin war. Das verstehe ich nicht. Ich soll, glaube ich, den Gen machen. Nicht so viel rumblödeln. So,
Achso, jetzt nochmal. Na, okay, ich kann die nicht blenden. Das war nur ein Zufall, weil er gerade da reingegangen ist. Aber das ist ja auch gut zu wissen, oder? So, dann einmal innere Heilung. Und dann gehen wir an den nächsten Gen. Ja, ich glaube auch, dass du Hilfe brauchst, ja. Das sind Getränke. Ich weiß nicht, wo du dir die reinschütten willst. Aber sieht der nicht aus wie Hegel? Wie Edgar aus Man in Black? Eine Limo bitte, einmal Popcorn mit Nachos und hier bitte schon mal mein Geld, ganz viel, weil ich esse immer sehr gerne noch ein paar Rosinen dazu, hier die Schokolade auch gerne. Ja, nee, die andere Sorte hier, die mit Erdbeerkäse. Dankeschön, ja. Ja, und nee, ich möchte die andere... Ja, hier, bitteschön, ich habe doch schon bezahlt. Ja? Ja, das gehört alles mir, genau. Ja, das ist alles meine Bestellung. Dankeschön. Also ihr zweiter Mitarbeiter da hinten, der ist ein bisschen faul, ne? Ach, sie haben auch Hotdogs? Ja, hier, ich hätte ganz gerne noch einen Hotdog. Hier, so ein Hotdog. Hotdogs sind aus. Ist die Hotdog-Maschine kaputt? Oh. Das war witzig. Das ist voll super witzig. Hagger. Zuckerwasser bitte einmal. Ich hab was gefunden. Hast du doch noch einen Hotdog gefunden? Unglaublich, jetzt wo du mich vergrault hast. Ja, das war doch ganz witzig. Dann sage ich mal Gigi und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.